In der antiken Stadt Korinth herrschte ein ziemlich gerissener Mann. Sein Name war Sisyphos. Er war wahrscheinlich der klügste Mann seiner Zeit. Der klügste, aber nicht der weiseste. Sisyphos war ein direkter Nachfahre von Prometheus. Dieser hatte die Dreistigkeit, seine Nase in die Angelegenheiten des Zeus zu stecken und zahlte einen hohen Preis für diese Einmischung. Und ähnlich wie sein Vorfahre beschloss Sisyphos, sich in die Angelegenheiten der Götter einzumischen. Er wurde Zeuge der Entführung der jungen und schönen Aegina durch den adlerförmigen Zeus und er erkannte, dass er daraus einen Nutzen ziehen könnte. Obwohl er König einer glorreichen Stadt war, kämpfte diese Metropole mit einem Mangel an Trinkwasser. Die junge Aegina war die Tochter von Asopus, einem Flussgott, der über das Verschwinden seiner Tochter tief betrübt war. Sisyphos ging zu Asopus und erklärte: "Ich weiß, wo deine Tochter ist, aber diese Information hat ihren Preis. Im Gegenzug möchte ich, dass du eine Wasserquelle erschaffst, um mein Königreich zu versorgen." Asopus nahm das Angebot von Sisyphos an und schuf eine Quelle mit reinstem Mineralwasser. Sisyphos offenbarte ihm, was er wusste, und Asopus ging seiner Tochter nach. König Sisyphos war zufrieden. Diese neue Quelle würde eine Quelle des Überflusses und noch mehr Prestige für die Stadt sein. Zeus, der oberste Gott des Olymps, war über Sisyphos' Offenbarung erzürnt und befahl Thanatos, auch bekannt als der Tod, ihn zu finden und ihm das Leben zu nehmen. Es verging einige Zeit, bis Sisyphos überrascht war, Thanatos in seinem Palast zu sehen. Doch in seinem schlauen und boshaften Geist kam schnell eine Idee auf. Er ging zu dem Tod und sagte: "So, meine Zeit scheint gekommen zu sein. Ich habe nicht erwartet, so jung zu sterben. Allerdings bin ich sehr überrascht von deiner Pracht. Du bist in der Tat eine großartige Gottheit. Ihr sollt wissen, dass von den vielen Göttern, die ich gekannt habe, nur wenige so bemerkenswerte und elegante Gestalt haben. Und bevor ich gehe, möchte ich euch noch einige Schmuckstücke überreichen, die eure Anwesenheit noch schillernder machen werden. Schließlich werden diese Juwelen für mich nicht mehr von Nutzen sein." Thanatos fühlte sich geschmeichelt von einer solchen Flut von Komplimenten und beschloss, die Geschenke anzunehmen. Sisyphos legte Thanatos ein paar silberne Armbänder und eine Halskette an. Es handelte sich jedoch um Fesseln und ein Halsband. Der korinthische König schaffte es, was bis zu diesem Zeitpunkt unmöglich erschien. Er schaffte es, den Tod zu überlisten. Und Thanatos wurde sein Gefangener. Die Zeit verging und niemand starb mehr. Das Reich des Hades empfing keine neuen Untertanen mehr. An den Ufern des Flusses Acheron hatte Charon der Bootsmann keine Passagiere, die das Wasser überqueren konnten. Die Kriege, die der Gott Ares anzettelte, bereiteten ihm keine Freude mehr, da niemand mehr starb. Der entzündete Ares reiste nach Korinth. Er schlug die Tür des Palastes ein und zerbrach die Ketten, in denen Thanos gefangen gehalten wurde. Befreit war der Totengott seines ersten Ziels absolut sicher und machte sich auf die Suche nach König Sisyphos, um den Auftrag zu erfüllen, den Zeus ihm erteilt hatte. Aber Sisyphos hatte schon damit gerechnet. Er sagte seiner Frau, dass sie im Falle seines vorzeitigen Todes die königlichen Begräbnisdienste nicht leisten sollte. Sisyphos übergab sich friedlich dem Thanatos, der ihm das Leben nahm. Charon wartete bereits, um ihn in das Reich des Hades, den Herrn der Unterwelt, zu führen. Die Ufer des Flusses der Toten waren gefüllt mit Seelen, die bereits auf der Liste des Thanatos standen und erst jetzt gesucht wurden. Im Reich des Hades angekommen, sah er sich dem Gott der Unterwelt gegenüber, der recht unglücklich wirkte. Nachdem er von dem großen Gott streng ermahnt worden war, hielt Sisyphos eine Rede, die er sich vor seinem Tod ausgedacht hatte. "Edler Herr der Unterwelt, ich bin mir meines Fehlverhaltens dir gegenüber und des Schadens, den ich verursacht habe, bewusst. Aber das war nicht meine Absicht. Hätte ich gewusst, dass ich dem großen Gott der Totenwelt schaden würde, hätte ich es nie getan. Im Bewusstsein, dass ich in eurer Schuld stehe, muss ich eine Bitte vorbringen. Meine abscheuliche Frau weigerte sich, die richtigen Begräbnisriten für den König durchzuführen, der seinem Volk so teuer war. Diese abscheuliche Frau hat mich hinausgeworfen, als wäre ich nichts weiter als ein Hundekadaver. Ich bitte euch daher, mich für einen Tag in die Welt der Lebenden zurückkehren zu lassen, damit ich mich an meiner Frau rächen und ein ordentliches Begräbnis veranstalten kann, das das Reich der Toten ehren würde. Du hast meine Erlaubnis, die Welt der Lebenden nur einen Tag lang zu besuchen. Bei Einbruch der Nacht sollst du jedoch in mein Reich zurückkehren." Sisyphos kehrte nach Korinth zurück. Dort traf er seine Frau und floh mit ihr. Wieder einmal hatte er dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Nun versteckt, lebte Sisyphos ein langes Leben und erreichte ein hohes Alter.
bis er seinem unausweichlichen Ende begegnete. Und als er erneut auf Thanatos traf, half ihm seine Klugheit nicht mehr. Nach seiner Rückkehr in die Unterwelt schickte ihn Hades in den Tartaros, wo er eine entsetzliche Qual erlitt. Sisyphos wurde gezwungen, einen schweren Stein von einer Ebene auf den Berggipfel zu rollen. Aber jedes Mal, wenn er sich dem Gipfel näherte, wurde der Stein furchtbar schwer und rollte zurück zum Ausgangspunkt. Daraufhin wurde Sisyphos dazu verdammt, seine Arbeit bis in alle Ewigkeit fortzusetzen.